Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategie TV. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seht es hier hinter mir. Ich bin in meinem neu eingerichteten Büro und wahrscheinlich hört es auch so ein bisschen am Ton. Es schallt noch ein wenig. Warum? Weil das Büro ist, wie gesagt, diese Woche neu gemacht worden. Neuer Fußboden, neue Wände und so weiter. Alles neu, aber es ist noch nicht richtig wieder eingerichtet. Also an den Fenstern ist noch nichts wieder dran. Und deswegen schallt es ein bisschen. Macht aber nichts. Denn das Thema können wir auch so besprechen. Und zwar geht es heute mal darum, provokativer Titel, sterben wir Trader durch Faulheit aus, beziehungsweise verlieren wir durch Faulheit. Und was ich damit meine, darum geht es jetzt hier im Video. Ich bin auf dieses Thema gekommen im Laufe der Woche. Ich habe so ganz normal die Zeitung gelesen und unter anderem stand im Standard und auch, glaube ich, an der NZZ stand ein Artikel. Ihr wisst ja immer, wenn irgendwo einer was veröffentlicht über so eine Presseagentur, dann wird das überall verbreitet. Und da stand ein sehr, sehr interessanter Artikel, nämlich, dass ein Archäologe, der hat eine Untersuchung gemacht, und zwar hat der in Saudi-Arabien, gab es Fundstätten, und da hat der, jetzt muss ich das vorlesen, der Homo erectus, das ist der Urahn des Homo sapiens und des Neandertalers, und der hat gesagt, die sind ausgestorben durch Faulheit. Wie ist das gemeint? Die hatten wohl irgendwo eine Stätte, wo sie gelebt haben, und da gab es einen Berg, und auf diesem Berg gab es hervorragende Steine, die sie hätten zu Werkzeug nutzen können. Was haben sie aber gemacht? Sie sind nicht etwa diesen Berg hochgeklettert und haben sich diese hervorragenden Steine geholt, sondern sie haben das genommen, was am Fuße des Berges lag. Das hat als Werkzeug auch genügt, war aber nicht besonders gut. Und damit konnten sie dann eben nicht so gut jagen, konnten nicht so gut sich versorgen. Das heißt, war der erste Punkt, sie waren einfach zu faul. Das ist jetzt mal von mir hier ein bisschen despektierlich und kurz zusammengefasst. Und zum anderen war es dann so, dann gab es eben Veränderungen auch im Klima und so weiter. Und die haben gesagt, was Neues, irgendwo anders hinziehen, nö, machen wir nicht, wir bleiben lieber hier. Und das hat eben dann zum Aussterben dieses quasi Ur-Neandertalers geführt. Und die Forscher haben dann gesagt, also der Urmensch, der war faul und konservativ. Und deswegen ist er ausgestorben. So, was hat das jetzt mit Trading zu tun? Was hat das jetzt mit Optionshandel zu tun? Mir fällt in letzter Zeit immer mal wieder was auf, und zwar, ich war ja jetzt mal ein paar Tage nicht da, und immer wenn ich nicht da bin, dann schickt mir mein Büro auf mein Handy die Morgenroutine. Ne? Also dann machen die Jungs hier die Morgenroutine, machen mir dann Screenshots und schieben die mir rüber. Und dann schaue ich die mir natürlich an, und mir fällt aber so auf, dass ich nach ein paar Tagen, wenn ich nicht im Büro bin, wenn ich nicht meine Morgenroutine selber mache, dass mir dann so ein wenig die Nähe zum Markt verloren geht. Ja, also ich bekomme gar nicht alles mit, obwohl ich alle Daten vor mir habe. Und als ich dann diese Woche wieder von Montag beginnend an alles wieder selbst gemacht habe, also als ich dann jeden Tag wieder Morgenroutine gemacht habe, da fiel mir dann auf, guck mal, da hat sich wieder was verändert, da wird wieder plötzlich eine Ampel rot, da wird wieder eine grün, schauen wir dann auf das Put-Call-Ratio, guck mal, was hat sich denn da jetzt im 400 Greed-Index getan und so weiter und so fort. Ne? Und das heißt, für mich gehört es einfach dazu, ich merke einfach, wenn ich das nicht tue, wie mir die Nähe zum Markt immer mehr verloren geht. Und wenn mir die Nähe zum Markt verloren geht, finde ich natürlich keine guten Gelegenheiten, mache schlechtere Trades und so weiter und so fort. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, diese Morgenroutine macht keinen Spaß. Zumindest nicht jeden Tag. Also manchmal komme ich her, früh, setze mich hin, mache meine Excel-Tabelle auf, mache diese Morgenroutine und es ist in 10 Minuten erledigt und es macht Spaß, und manchmal quäle ich mich. Ne? Also manchmal sitze ich da und mache was anderes und denke so, komm, jetzt ist schon um 10, jetzt musst du mal langsam deine Morgenroutine machen. Und das heißt, ich habe nicht jeden Tag Lust, die zu machen. Ich bin faul. Nicht immer, aber manchmal. Und ich zwinge mich aber dazu. Ich mache wirklich jeden Tag, wenn ich da bin, meine Morgenroutine. So. Auf der anderen Seite sehe ich zum Beispiel unsere Facebook-Gruppe, die Optionshändler, dass natürlich der eine oder andere das Ganze automatisiert hat und dass auch der eine oder andere
das Ganze anbietet. Ne? Also da sind jetzt etliche auf diesen Zug aufgesprungen und das habe ich jetzt auch nichts dagegen. Also das, wenn jemand halt sagt, er verkauft das irgendwie von 10 oder was im Monat oder 20, das ist mir auch egal. Also ich habe da kein geistiges Eigentumsrecht an sowas, also deswegen kann das jeder machen. Und ich merke natürlich auch, dass es Leute gibt, die das durchaus gerne kaufen würden. Ne? Die das also durchaus gerne kaufen würden und sagen, hey klar, lass mir von 20er im Monat von jemand das machen und dann muss ich jeden Früh noch darauf schauen. So, und jetzt muss man ganz einfach sagen, natürlich ist es sinnvoll, dass wir gewisse Dinge, die wir nicht selbst machen wollen, jemand anderem übergeben. Es gibt aber einfach Dinge, die müssen wir, wenn wir erfolgreich sein wollen, selber machen. Und wenn wir dazu faul sind, dann sterben wir quasi als Trader aus. Wir werden jetzt nicht als Trader, als Person aussterben, aber unsere Ergebnisse werden aussterben, unser Konto wird aussterben, weil wir einfach zu faul sind, so etwas zu machen. Und das ist mir wirklich in den letzten Tagen, auch durch diesen Artikel hier, wahnsinnig bewusst geworden, wie viele Leute ich doch kenne, die seit Jahren vorgeben, erfolgreich werden zu wollen im Börsenhandel, egal bei was jetzt, ob jetzt im Optionshandel oder bei irgendetwas anderem, aber dann letztendlich zu faul sind, die Dinge zu tun, die ganz einfach notwendig sind. Und das ist ja nicht nur im Trading so, das ist ja überall so. Ne? Also ich möchte einen Sixpack haben, bin aber zu faul, fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio zu rennen oder irgendwas anderes zu machen und auf meine Ernährung zu achten. Wie soll es dann funktionieren? Ich möchte viel Geld haben, ich möchte wohlhabend werden, verdiene aber zu wenig Geld, um genügend sparen zu können, bin aber zu faul, einen Nebenjob zu machen und finde dann auch immer Ausreden dazu. Und das ist halt etwas, was wir uns wirklich mal überlegen sollten. Welche Dinge müssen wir einfach essentiell machen, auch wenn sie uns schwerfallen, auch wenn wir keinen Bock drauf haben, damit wir erfolgreich werden. Und es gibt Dinge, die kannst du wegdelegieren. Es gibt Dinge, die musst du nicht selbst machen. Ja? Aber im Börsenhandel ist es ganz einfach so, dass es wahnsinnig viele Dinge gibt, die musst du einfach selber machen. Und wenn du die nicht machst, ja, dann hast du es verdammt auch nochmal nicht verdient, dass du Geld an der Börse verdienst. So. Und da ist diese Morgenroutine nur ein kleines Beispiel dafür. Das geht los, dass man seine Trades auswertet. Ne? Das mache ich übrigens euch auch noch, habe ich jetzt eine gute Idee jetzt gehabt. Also ich hoffe, dass es eine gute Idee ist. Für mich jedenfalls funktioniert sie gut. Stichwort Trading-Tagebuch. Ne? Habe ich für mich was herausgefunden, wer zu faul ist, immer sein Trading-Tagebuch zu schreiben, so wie ich. Also dass man seine Trades auswertet, ne? Dass man regelmäßig seine Analysen macht, dass man sich weiterbildet. Ne? Viele Leute sind zu faul, sich weiterzubilden. Die haben das Geld, die hätten auch die Zeit, die sind aber einfach zu faul. Die sagen, ich lese nicht noch ein Buch, ich gehe nicht noch auf ein Seminar, ich mache nichts, weil sie einfach zu faul dafür sind. Ne? Und wir können aber eben nicht erwarten, dass wir, wenn wir faul sind, Erfolge erzielen. Die Natur belohnt Faulheit nicht. Das ist einfach so. Also es gibt keinen Bereich in der Natur, also mir ist zumindest keiner bekannt, wo Faulheit belohnt wird. Überaktivität wird auch nicht belohnt. Also das muss vernünftiges Mal sein. Aber Faulheit wird nirgendwo belohnt. Jedes Lebewesen, was zu faul war, sich weiterzuentwickeln, jedes Lebewesen, was zu faul war, sich seiner Umgebung anzupassen, unser Fall jetzt wieder, wir sind zu faul, uns den Märkten anzupassen, wir sind zu faul, notwendige Dinge zu machen, ist durch die Evolution ausgestorben. Das wird immer so sein. Und deswegen habe ich das einfach so für mich als kleine Anregung genommen. Ich habe auch diesen Artikel abgespeichert, um ihn immer mal vielleicht auch ein Seminar oder irgendwas einbauen zu können. Es ist einfach notwendig, dass du nicht faul wirst. Und was du aus dem Video mitnehmen sollst, ist ganz einfach, dass du dich selbst mal hinterfragst und sagst, ja, gibt es Dinge, wo ich innerlich weiß, dass sie notwendig sind, ich bin aber einfach so faul, sie zu machen. Und wenn du da ehrlich mit dir selbst bist, ne, und du findest Dinge, und ich bin überzeugt davon, dass wir jeder Dinge finden, ich etliche, ne, und ihr garantiert auch,
wo wir, wenn wir ganz ehrlich sind und vor allem ehrlich mit uns, ne, muss niemand in den Kommentaren oder so ehrlich sein, aber man muss sich selbst mit sich selber ehrlich sein. Er sagt, ja, verdammt, das stimmt schon, da mache ich einfach zu wenig, das ist nicht gut, da bin ich faul, dann denkt an den Urvater der Neandertaler, der ist durch Faulheit ausgestorben. Und wenn wir eben nicht so werden wollen oder wenn wir nicht aussterben wollen, wenn unser Konto nicht aussterben soll, dann müssen wir diese Faulheit überwinden. Es geht nun mal nicht anders. Oder aber wir akzeptieren, das wäre dann der andere Punkt, oder wir akzeptieren, dass wir eben im Trading nicht erfolgreich werden können. Und dann können wir aber auch aufhören. Also wer nicht erfolgreich werden will, der kann auch aufhören. Ja? Das ist okay. Also gibt es ja, wenn einer sagt, das ist nichts für mich, ist auch in Ordnung. Ja? Aber wenn du sagst, hey, ich will aber erfolgreich werden, ich will Geld verdienen, ich will ein guter Optionshändler werden, ich möchte ein guter Investor werden, dann musst du verdammt nochmal fleißig sein. Und gerade an der Börse ist es so, dass die fleißigsten oder umgekehrt, die erfolgreichsten sind auch immer sehr, sehr fleißig. Also die machen das genaue Gegenteil von faul. Die machen vielleicht Dinge, die nach außen nicht unbedingt sehr, sehr fleißig ausschauen. Ne? Also wenn jetzt ein Investor wie Warren Buffett 8 Stunden am Tag liest, dann sieht das noch nicht viel Fleißarbeit aus. Aber der ist eben fleißig im Kopf. Und das müssen wir eben auch, oder sollten wir müssen gar nichts, aber das sollten wir auch versuchen für uns zu machen. Und deswegen nutzt mal das Wochenende, denkt mal darüber nach, wo seid ihr vielleicht noch auf diesem Weg zur Faulheit, und dann dreht um und kehrt auf den Weg des Fleißes zurück, damit ihr nicht aussterbt. Das war's für heute. Wir hören und sehen uns wieder dann nächste Woche. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt den Sommer und euch alles Gute, gute Zeit. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.